tausende neue Arbeitsplätze schaffen. Durch den Bau unseres neuen Einkaufscenters, der Dagobert Duck Bazar. Ja! Würden Sie uns einen kurzen Kommentar... Lassen Sie mich durch! Lassen Sie mich vorbei! Aus dem Weg! Da macht Platz, Leute! Setz dich hier hin, Schnuppiputz! Also ehrlich, sagenhafte Frisur! Gestatten, Laurenz Großschnabel von den KDUK-Nachrichten. Ah ja, der König des Schrottfernsehens. Werden Sie nicht Kesser, Duck? Was steckt wirklich hinter Ihrem Betrug? Welchem Betrug? Stimmt's etwa nicht, dass sich ein Ölvorkommen unter der Baustelle befindet? Unsinn! Und den Stadtrat haben Sie nicht bestochen? Nein! Und wo waren Sie der Nacht zum 14.? Weiß ich nicht mehr. Aha! Was heißt aha? Geben Sie es zu, Sie wollen sich mit dem Projekt doch nur wieder auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Ach, Unfug! Sie haben nicht einen Beweis für Ihre Behauptung. Wir brauchen keine Beweise, wir sind vom Fernsehen. Heute kam unsere aktuelle Reportage aus dem Rathaus. Seit einem Monat attackieren Sie mich in Ihrer Fernsehshow. Weshalb sind Sie hinter mir her? Ich bin hinter Einschaltquoten her. Sie sind eine stadtbekannte Persönlichkeit. Und wenn einer wie Sie für schlechte Nachrichten sorgt, dann ist das eine gute Nachricht für meine Nachrichtensendung. Nebenbei gesagt, ein Wahnsinnshut. Wenn ich nicht gleich ein Entspannungsbad nehme in meinem Geldspeicher, werde ich noch gewalttätig. Gegen einen gewissen Reporter. Mit der Ruhe. Hier gibt es genug Autogrammkarten für alle. Berühmt sein ist anstrengend. Na also, das ist doch praktisch. Guten Morgen, Sir. Krachbum Entenfrenz, das ist mein Boss, der liebe Herr Duck. Ja, sie hab ich im Fernsehen gesehen. Laurenz Großschnabel sagt, sie klauen den Baby Schokolade. Aber das glaubst du doch nicht, oder? Klar, es war doch im Fernsehen, dann muss es ja stimmen. Los, auf ihn! Ah, Krachbum Ente, bringen Sie mich hier weg! Die kleinen Teufel sind wohl heute früh mit dem falschen Bein zuerst aufgestanden, wie? Wohin darf ich sie bringen? Ach, setzen Sie mich einfach zu Hause ab. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Und los geht's, ab die Entenpost. Der scharlachrote Bandit, ich habe doch befohlen, Ihnen kochendes Öl zu stecken. Ja, ja, aber jetzt heißt es raus aus der Pfanne und auf in den Kampf, Don Crisco. En garde! Ja! Dieser dreiste Sensationsreporter verbreitet nichts als Lügen über mich. Entschuldigt, Jungs, aber Arbeit geht vor. Skrupelloser Geschäftsmann und politische Schlüsselfigur. Und nun heißt es, Dagobert Duck sei in Wirklichkeit ein außerirdischer Elvis-Imitator. Schalten Sie heute Abend ein zur 12. Folge meiner Serie Dagobert Duck, Gefahr oder Bedrohung. Oh je, Onkel Dagobert, nach dem, was der sagt, siehst du nicht gerade gut aus. Ja? Na, ihr aber auch nicht. Was ist denn passiert? Naja, die Kinder in der Schule haben nachgeplappert, was der Reporter über dich gesagt hat. Ja, wir haben dich in Schutz genommen und dafür eins aufs Auge gekriegt. Lieb von euch, Jungs. Aber ihr wisst doch, dass ihr nicht mit den Fäusten kämpfen sollt. Benutzt lieber euren Kopf, Jungs. Naja, das haben wir ja auch gemacht. Dieser Lügenbeutel von Reporter demoliert uns noch alles. Ich muss beweisen, dass ich eine gute Ente bin. Das machst du. Inzwischen können wir den scharlachroten Banditen weitersehen, hm? Na gut, meinetwegen. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Was für... Worum geht's da überhaupt? Der da ist der scharlachrote Bandit. Er trägt eine Maske und er rettet Leute. Er ist ein echter Superheld. Sowas gibt's eben nur im Film. Ja, vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht.